Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Bloody Platin. Wir sind aktuell auf dem Weg nach Elysis und hatten im letzten Part auch schon einige Trainerkämpfe. Wie bereits angekündigt, werden wir heute hoffentlich unser letztes Teammitglied fangen. Ich sage hoffentlich, weil bei Zwielicht hat das ja auch nicht so gut geklappt, aber ich bin eigentlich zuversichtlich. Einige von euch werden mit Sicherheit schon so ein bisschen geraten haben nach dem letzten Part. Hatte ja sowieso im Laufe dieses Projektes gerne mal getan und die meisten lagen ziemlich falsch, was ich euch aber auch nicht verübeln kann, weil es gibt hier einfach so verdammt viele Pokémon. Jedenfalls werden wir uns hier auf dieser Route, wie gesagt, unser letztes Pokémon fangen. Kleiner Tipp, wir werden uns das Pokémon angeln. Ja, angeln. Und ich weiß, dass ich dann zwei Wasser-Pokémon habe. Man muss allerdings dazu sagen, es ist für mich nichts Ungewöhnliches, weil wer mich kennt so ein bisschen, der weiß, dass ich gerne mal mit zwei Wasser-Pokémon spiele, weil ich Wasser eben als Typ sehr, sehr gerne mag. Und ich weiß nicht, ich finde zwei Wasser-Pokémon immer wahnsinnig praktisch, besonders weil es mittlerweile so viele VMs gibt für Wasser-Pokémon. Beißt nichts an. Wenn ich jetzt mal klar Surfer sowieso und Kaskade und Taucher, und wenn man dann wirklich alles bei einem Pokémon hat, ist das immer so ein bisschen doof. Deswegen teile ich das ganz gerne auf zwei Wasser-Pokémon auf und ja. Ich habe gerne zwei Wasser-Pokémon im Team. Ist vielleicht einfach nur so eine Angewohnheit von mir, 51. Nicht schlecht, wobei andererseits, ich habe 55, ne? Wie gesagt, ich habe gerne zwei Wasser-Pokémon im Team. Ich finde das sehr praktisch, ich mag den Typ ganz gerne. Und da haben wir auch schon unser letztes Teammitglied tatsächlich. Das ging verdammt schnell. Ich bin begeistert auf jeden Fall. Ich möchte mir ganz gerne einen Sepa ins Team holen. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass ich dir ein bisschen zu viel Schaden mache. Vielleicht lasse ich das mal Jan machen. Genau genommen will ich natürlich einen Seedraking haben. Auch wieder was, wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, dass ich Seedraking liebe. Ich finde, Seedraking ist so ein tolles Pokémon. Ich finde, Wasserdrache ist eine tolle Kombination. Das tat ganz schön weh. Und wie gesagt, ich mag Seedraking einfach optisch und generell total gerne. Ich wollte schon immer eins im Team haben in meinen Let's Plays. Ich glaube, ich hatte generell auch privat noch nie einen Seedraking im Team, weil das auch nie so einfach ist. Und ja, ich habe mir gedacht, das wäre so die Gelegenheit, das mal zu tun. Machen wir mal ein Flammenrad und gucken, wie viel Schaden das macht, weil sich hier ja einfach auch alles ohne Tausch entwickelt. Und ich habe geguckt, das Pokémon gibt es gar nicht mal so spät, nämlich hier, nach dem 5. Orden, und habe mich dementsprechend im Vorfeld dann dazu entschieden, mir einen Seedraking ins Team zu nehmen. Da ist man wahrscheinlich nicht wirklich drauf gekommen, weil ich ja schon meinen Empoleon habe, aber ich möchte Seedraking einfach so ein bisschen zur Entlastung von Neji nutzen. Und eben auch als Drachen-Pokémon. Ich denke, das passt dann eigentlich ganz gut. Und ich freue mich, wie gesagt, weil ich habe noch nie einen Seedraking im Team gehabt. Und ich liebe dieses Pokémon so sehr. Und ja, ich bin einfach sehr, sehr froh und gespannt, wie das so werden wird. Wir werden wahrscheinlich auch ziemlich schnell einen Seedraking haben, weil beim nächsten Level-Up haben wir dann schon unser Seemon. Ich weiß gerade auswendig nicht, wann sich Seemon zu Seedraking entwickelt in diesem Spiel, aber das müsste ja auch irgendwo um Level 50 sein. So, Jan hat genug getan. Neji kann den Rest machen. Wie gesagt, ich freue mich total. Oh, du kannst schon Drachentanz, das ist ja nett. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinungen zu Seedraking in die Kommentare schreiben, ob irgendwer damit gerechnet hat von euch. Ich glaube es eher nicht. Du warst doch auch für Wasser-Pokémon, ne? Dann nehmen wir den doch mal. Außerdem sieht er sehr schick aus. Also spontan meine ich, niemand hatte an Seedraking gedacht, aber ich kann mich auch irren. Ich habe ja nicht immer alle Kommentare im Kopf. Sepa wurde gefangen, aber wie gesagt, nachdem ich ja Empoleon im Team hatte, war es auch eher unwahrscheinlich, aber ja, ich freue mich. Sepa, Drache, Wasser, 0,4 Meter und 8 Kilogramm schwer. Im Schatten von Korallen legt es sein Nest an, bei Gefahr sprüht es Tinte und flieht. So, natürlich bekommt Sepa auch einen Spitznamen. Und zwar ist das hier der liebe Kai, der auch endlich mal ins Team kommt. Hat jetzt doch ziemlich lange gedauert. Ich hätte auch gedacht, dass ich vielleicht
allgemein so ein bisschen schneller bin, was Bloody Platin betrifft, und dass er dementsprechend nicht so lange warten muss, bis er ins Team kommt. Aber gut, damit sind wir auf jeden Fall vollzählig. Ich bin gespannt, wie Kai sich so schlagen wird mit den anderen zusammen. Ist dann quasi später unser Kaidra-King. Oder Kaipa. Oder Kaimon, aber das klingt irgendwie wie so ein Digimon. Ja. Das heißt, du kommst mal mit. Und Katali darf auf der Box bleiben. So, hätten wir das schon mal. Er sieht irgendwie so deplatziert aus. Huch, ich hätte mich vielleicht nochmal heilen können. Weil alles so die großen, starken Pokémon, gut, Togetic noch nicht so ganz, aber alle anderen. Und dann Sepa. Aber gut, dann haben wir später unser Kaidra-King, dann Amdevoltec, Zwirkris oder Chrisfinst. Ich bin für Zwirkris, glaube ich. Nejipolion, Janferno und Katikis. Ja, finde ich, ist ein sehr schönes Team. Achso, jetzt kann ich auch mal eben gucken. Du bist zart. Mhm. Das Superschütze. Okay, und... Ja gut! Übertreib! Also Lake habe ich ja schon gesehen, oder Lake. Aber Hydropumpe, ich meine, ist eh nicht so die Attacke, die ich unbedingt benutzen möchte. Ich bin eher der Fan von Surfer, aber Drachenpuls? Aber hallo! Du hast... Also Drachenpuls, hoch, wollte ich auf jeden Fall haben. Das ist schon heftig. So. Und dann nochmal das Fahrrad bitte registrieren. Also ich hatte mir auf jeden Fall gedacht für... Das war nicht registrieren. Ich bin heute auch nicht so ganz auf der Höhe. Ich habe mir so gedacht für Seedraking später auf jeden Fall Drachenpuls. Ich meine, der Drachentanz ist natürlich jetzt... Ich weiß gar nicht, ob ich Schutz noch aktiv habe. Nicht ganz so optimal, wenn ich nur spezielle Attacken habe. Aber ich wollte auf jeden Fall Drachenpuls haben und gegebenenfalls Wutanfall. Da gibt es auch noch einen Move-Tutor für irgendwo. Gut, Surfer. Und ansonsten mal gucken. Gut, man könnte ihm natürlich auch Kaskade beibringen. Hi, Taubos. Oh Gott, wie süß. Das wäre natürlich eine Attacke, die man ganz gut mit Drachentanz zusammen einsetzen könnte. Muss ich mir überlegen, ob ich da überhaupt so weit gehen möchte mit dem Boosten. Ist vielleicht bei Bloody Platin gar nicht verkehrt, wenn man dazu kommt, sich hoch zu boosten, kann er ganz schön reinhauen. Und Kai ist ja sowieso ein Fan davon, sich hoch zu boosten, wenn man mal gegen ihn kämpft in Pokémon. Es ist immer so, ist man so kurz am Rande der Verzweiflung teilweise. Aber gut. Wie gesagt, gucken wir mal, wie er sich so schlägt. Wir müssen jetzt natürlich so ein bisschen Rücksicht auf ihn nehmen und ihn so ein kleines bisschen mittrainieren, aber ich denke, das wird schon. Bald ist er ja ein großes, starkes Seemon und dann hoffentlich bald auch ein großes, starkes Seedraking. Du scheinst sehr viel Selbstvertrauen zu haben. Mal sehen, ob ich recht habe. Das hast du nicht gesagt, aber das hättest du sagen können. Das ist aber auch so ein typisches Let's-Player-Phänomen, dass man manchmal generell Sätze liest, die da gar nicht stehen. Mal gucken, ob du das hinkriegst. Oder aber, dass man Sätze oder sagen wir mal mitten im Satz auf einmal ein falsches Wort benutzt und dann den Satz quasi so umändert, dass es grammatikalisch doch wieder stimmt. Das ist, wie gesagt, auch so ein Phänomen. Ist irgendwie meiner Meinung nach auch... Ui... viel schöner, als wenn ich jetzt den Satz lese und dann kurz vor Ende merke, oh, der war falsch, und dann nochmal von vorne anfange, dann doch lieber einfach mittendrin abändern. Los, Kai! Du bist zwar wesentlich niedriger, aber... Lass dich davon nicht abschrecken. Wow, Kai, du... Also gut, es ist ein Kamerupt mit einer doppelten Schwäche. Aber trotzdem. Und Kurtel, aber ich glaube, bei Kurtel wechsle ich mal, weil Kurtel könnte das... durchaus aushalten. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal so weitermachen und wenn ich merke, dass ich von den Leveln her nicht mehr mitkomme, dann kann ich ja immer noch sagen, okay, ich trainiere ein bisschen nach. Aber es ist echt ein schönes Gefühl, jetzt ein vollständiges Team zu haben. Gut, Kai muss sich noch zweimal weiterentwickeln, Kati muss sich noch einmal weiterentwickeln,
Aber ansonsten bin ich ganz glücklich. So mit meinem Team. Könnt mir auch gerne mal schreiben, sag ich mal, wie vorhersehbar dieses Team jetzt war, was euch so ein bisschen überrascht hat, was ihr im Vorfeld erraten habt und vielleicht allgemein die Meinung zum Team. Nur bedenkt natürlich, dass jeder einen anderen Geschmack hat. Also sowas wie, dein Team ist voll scheiße, weil ich Empoleon und Zedraking und Illewoltek nicht mag, ist natürlich relativ, weil das ist natürlich immer Geschmackssache. Erstmal hier rüber. Hier würde ich natürlich mit meinem Fahrrad auch drüber radeln, über so einen reißenden Wasserfall. Aber gut. Hallo. Ein Ninja kann alle möglichen Fähigkeiten anwenden, so wie diese und diese. So ein Ninja zu sein wäre schon ziemlich cool. Definitiv. Yanma. 57. Oha. Wie viel Schaden kann Kai machen? Kehrtwende. Okay. Gut. Erstmal weggecrittet. Und ja, und Kai steht da noch so. Dumm. Eigentlich bin ich ja schon tot, aber ich bleib einfach noch ein bisschen hier. Das war jetzt aber gemein mit dem Crit. Weil ich hätte Kai schon zugetraut, das auszuhalten. Und zumindest einmal draufzuhauen. Aber gut. Das ist so... Nee. Da hast du schon gerade ein neues Pokémon gefangen und der erste Kampf lief echt verdammt gut und dann kommt sofort die Klatsche im nächsten Kampf. Boah, Kai. Du konntest zwar nichts dafür, aber boah, Kai. Ah, noch kein Level up, aber nach dem Yanma auf jeden Fall. Ich habe wahrscheinlich Belever mit. Keine Lust zurückzufliegen. Vor allen Dingen, weil ich glaube ich sowieso näher an Elysis dran bin als an Trostu. Ich wollte eigentlich, abgesehen von dem Fang unseres letzten Teammitgliedes, heute noch mal über so ein Thema sprechen, was letztens mal aufkam und was ich doch sehr interessant fand. Ich wurde nämlich gefragt, wenn man denn Let's Plays macht, wie man denn dann quasi gegenüber anderen Leuten und in der Öffentlichkeit damit am besten umgehen sollte, weil das ja vielleicht nicht unbedingt was ist, was man jedem immer so auf die Nase binden möchte. Und ich habe da mal so ein bisschen drüber nachgedacht und ich finde das Thema eigentlich sehr interessant. Und da habe ich mir gedacht, da kann man eigentlich in einem Part mal drüber reden, weil ich finde das immer ganz schön. Ich kann euch so ein bisschen meine Meinung dazu schildern und kriege dann auch ein bisschen Rückmeldung. Und es ist immer ganz schön, sich da so ein bisschen auszutauschen. Allgemein habe ich keinen Zertrümmerer mit. Finde ich es immer so ein bisschen schade, dass man überhaupt über sowas nachdenken muss. Sprich, dass das Let's Playen überhaupt sowas... ja, nicht direkt Außergewöhnliches ist, also ist es schon, aber es ist ja was Positives, sondern irgendwie sowas, was in der Gesellschaft noch nicht so ganz etabliert ist, wie manch anderes. Und das finde ich echt schade. Weil es ist so gesehen ein Hobby wie jedes andere auch. Die Sache ist einfach, dass das Let's Play natürlich mit neuen Medien zu tun hat, mit dem Internet. Und das ist, glaube ich, was, womit gerade ältere Generationen nicht so viel anfangen können. Und deswegen ist es irgendwie befremdlich für diese Leute. Und ich glaube, selbst jüngere Leute... die einfach mit YouTube nicht so viel am Hut haben, die finden das einfach seltsam, dass man quasi mit sich selber mehr oder weniger redet und das Ganze aufnimmt und wahrscheinlich finden die es auch seltsam, dass man überhaupt Videospiele spielt und das dann ins Internet stellt. Also das finde ich sehr schade, dass das irgendwie in der Gesellschaft so einen bitteren Beigeschmack hat. Weil ob ich jetzt, sag ich mal, in meiner Freizeit zeichne oder ob ich Let's Plays mache, eigentlich Jacke wie Hose. Ich übe ein Hobby aus, was mir Spaß macht. Ende. Und das sollte dann auch nicht unbedingt hinterfragt werden. Vor allen Dingen ist das Let's Play mittlerweile so populär. Ihr müsst euch ja nur mal die ganz großen deutschen oder weltweiten YouTuber angucken, wie viele Zuschauer die haben. Also es ist ja schon, sag ich mal, ein Hobby, was man mit vielen, vielen anderen Leuten teilt mittlerweile. Deswegen finde ich es halt echt schade. Es wird zwar echt besser, weil man einfach mehr Leute erreicht und es allgemein nicht mehr als so seltsam angesehen wird. Aber ich finde es wirklich schade, dass es irgendwie noch nicht so ganz, wie gesagt, etabliert ist. Weil ich da keinen Unterschied sehe, ob ich das mache oder irgendwas anderes in meiner Freizeit. Aber gut, da es nun mal so ist, ist das nicht unbedingt das leichteste Thema. Man muss schon so ein bisschen aufpassen. Also wenn ich jetzt...
mit irgendwem rede, dann muss ich mir natürlich schon Gedanken machen, ob ich das jetzt erwähnen möchte oder lieber nicht. Es gibt Leute, da habe ich überhaupt keine Probleme, denen das zu sagen und die verstehen das auch und die sitzen da nicht da und denken sich, okay, du redest mit dir selbst und stellst das auf YouTube und das gucken sich ernsthaft Leute an, sondern das sind dann wirklich Leute, die das nachvollziehen können. Also da muss man natürlich schon aufpassen, wem man das sagt. Abgesehen von dem Problem, wem erzähle ich das jetzt und wie erzähle ich das, hat man natürlich immer so ein bisschen auch andere Probleme. Heutzutage ist es einfach so, dass es ja auch genug Leute gibt, die eine Partnerschaft mit ihrem Kanal haben. Sprich, die dann eben auch Werbung auf ihre Videos schalten und damit Geld verdienen und bliblablub. Da will ich jetzt eigentlich gar nicht mehr genauer drauf eingehen. So oder so ist es einfach so, dass man dementsprechend, sag ich mal, irgendwo eine selbstständige Tätigkeit ausübt und diese muss dann als Gewerbe gemeldet werden. Was zur Hölle? Wer hat dich denn rasiert? Es ist verstörend! Das mal nur so am Rande. Und natürlich dann zum Finanzamt zu gehen und zu sagen, ja, ich habe hier so ein kleines selbstständiges Gewerbe, was ich anmelden will und dann sitzen da irgendwelche Beamten und fragen dich, ja, was machen sie denn für eine Tätigkeit? Wenn du dann da antwortest, ja, ich mache Let's Plays, dann gucken die dich auch nur blöd an. Also es ist schon, gerade bei sowas finde ich das immer wahnsinnig schwierig, dann zu erklären, was man wirklich macht, weil man das quasi nicht einfach einem Freund erzählt, sondern wirklich irgendwelchen Beamten erklären muss und die können dich dann gegebenenfalls auch schon mal sehr blöd angucken, weil sie das nicht nachvollziehen können. Also das finde ich schwierig. Obwohl es für mich keinen Unterschied macht, ob ich, weiß ich nicht, Schauspielerin bin oder Comedian oder ob ich Let's Plays mache. Ich unterhalte Leute. Ende. Aber wie gesagt, ist etwas schwierig, das unter die Leute zu bringen. Deswegen kann ich diese Frage durchaus verstehen. Ich für meinen Teil habe es damals natürlich zuerst meinen Eltern erzählt. Und die haben sich gedacht, okay, kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen, aber wenn es dir Spaß macht, warum nicht? Und habe es dann einfach gemacht. Damals bin ich ja noch zur Schule gegangen. Ist jetzt ja auch schon ein bisschen länger her. Ich habe es einer Person in der Schule erzählt, weil die allgemein auch interessiert war, so an Japan und auch an Videospielen und so weiter. Aber mehr Leuten habe ich es nicht erzählt, weil, ich weiß nicht, ich war ja damals in der Oberstufe und man hat sich eigentlich mit jedem ganz gut verstanden. Aber die ganzen Leute waren dann eher interessiert in Musik, Film und Partys, Schminken, was auch immer, oder interessiert am anderen Geschlecht, aber nicht unbedingt an Videospielen. Und dann hinzugehen und zu sagen, hey, du interessierst dich fürs Schminken und du interessierst dich für Musik, ich interessiere mich für Pokémon. Nee, ist zwar eigentlich nichts verkehrt dran, aber ist schon, man tanzt da so ein bisschen aus der Reihe. Und Menschen sind manchmal echt grausam und alles, was irgendwie unnormal ist, in Anführungszeichen, und nicht der Mehrheit entspricht, ist ja sofort seltsam und seltsam ist ja schlecht. So ist die Gesellschaft leider. Und deswegen habe ich es zu meiner Schulzeit eigentlich niemandem erzählt. Ich weiß nicht, ob irgendwas Schlimmes passiert wäre, aber ich hatte einfach keine Lust, mich für was rechtfertigen zu müssen, für das ich mich nicht rechtfertigen sollte. Weil das ist nur mein Hobby und fertig. Als ich zur Uni gegangen bin, war das dann ganz anders, weil ich war ja auf einer, ich sag mal, kreativen Uni. Wir hatten ja Webdesign und Game Design und Audio Engineering und so. Und da habe ich mich schon ein bisschen wohler gefühlt, was das angeht. Und wie gesagt, da war dann alles sowieso so ein bisschen anders. Wobei, lieber nicht. Ich habe damals eine sehr liebe Person dort kennengelernt, mit der ich auch immer noch Kontakt habe. Und sie ist selber so eine kleine Gamerin, spielt zwar nicht hundertprozentig das, was ich spiele, aber trotzdem. Und hat mich dann irgendwann gefragt, ob ich einen Steam-Account habe. Habe ich ihr gesagt, ja klar, heiße ich so und so, kannst mich gerne adden. Mir ist jetzt im Nachhinein eingefallen, dass ich meinen YouTube-Link auf meinem Steam-Account verlinkt habe. Und dann dachte ich mir auch so, oh shit, das wolltest du jetzt eigentlich nicht so bekannt machen, aber gut. Und ja, dadurch hat sie dann erfahren, dass ich Let's Plays mache und fand das auch ganz toll und hatte auch mal reingeschaut und wir haben uns hinterher sogar noch besser verstanden. Also man hat solche und solche Leute.
Man muss einfach genau wissen, wem man das erzählen kann und wem vielleicht lieber nicht. Es ist zwar doof, weil ich finde, dass man daraus kein Geheimnis machen braucht und sich dafür auch nicht zu schämen braucht. Nichtsdestotrotz ist es leider einfach so, dass man vielleicht ein wachsames Auge haben sollte, wem ich das jetzt erzähle und wem lieber nicht. Hey, Kai entwickelt sich. Yay. Kai wurde zu Seemorden. Sehr schön. Lernst du noch irgendwas bei der Entwicklung? Nein. Alles klar. Das sind auf jeden Fall so meine Erfahrungen. Ich finde das schwer, das so zu verallgemeinern, weil jeder einfach anders drauf reagiert. Aber im Grunde genommen, nicht nur beim Let's Playen. Generell, wenn man einfach vielleicht außergewöhnliche Sachen macht oder andere Sachen. Das ist absolut nichts Schlimmes. Ich könnte einen Drachenpuls machen, aber ich habe ein bisschen Angst. Will ich das riskieren? Eigentlich ja schon. Kreideschreien, na gut. Es betrifft jetzt nicht nur eure Hobbys. Es betrifft auch euren Musikgeschmack, euren Filmgeschmack, euren Kleidungsstil. Und meinetwegen auch, weiß ich nicht. Vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel. Das hat Kai übrigens sehr gut gemacht. Die Tatsache, ob man jetzt an Männern oder an Frauen interessiert ist, ist auch so eine Sache. Eigentlich sollte es überhaupt kein Problem sein, das öffentlich sagen zu können, weil es meiner Meinung nach da kein richtig und kein falsch gibt. Aber trotzdem wird man von manchen Leuten auch noch blöd dafür angeguckt. Man muss wissen, wo man sich dazu äußern kann. Das ist jetzt vielleicht ein doofes Beispiel, weil der Vergleich vielleicht nicht ganz passt. Komm, Kai? Achso, du boostest dich weiter. Aber, wie gesagt, es ist nicht so leicht. Ich hoffe, dass vielleicht in ein paar Jahren das Ganze so ein bisschen gängiger ist und Leute da nicht blöd drauf reagieren, nur weil man anders ist oder sich anders verhält. Ich habe so ein bisschen Angst vor dem Altaria, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich wechsle mal kurz auf Neji, der kann das, glaube ich, wegstecken. Was auch immer da jetzt kommt. Ach, du setzt einen Hypertrank ein. Ganz toll. Jetzt habe ich da ein kräftig geboostetes Altaria vor mir stehen. Na gut, gucken wir doch mal, was du machst. Das ist wie gesagt nur meine Meinung. Vielleicht wird es ja im Laufe der Zeit besser werden. Und wenn nicht, ihr müsst euch da nicht für schämen. Hör auf, Drachentanz zu machen. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich wechsle noch mal kurz raus, bevor irgendwas Schlimmes passiert. Und solange ihr damit glücklich seid, ist meiner Meinung nach alles gut. Jetzt kommt der Drache. Hast du dich die ganze Zeit physisch geboostet, um dann Drachenpuls zu machen und mich zu critten? Okay. Okay. Solange du mich nur speziell angreifst, ist alles gut. Weil da hat dir dein Drachentanz gar nicht geholfen. Okay, kannst du gerne tun. Wie gesagt, das wollte ich nur mal so loswerden, weil die Frage eben kam, wie war das so für dich? Hör auf, mich zu critten! Das ist nicht lustig! Und ich wollte einfach mal so allgemein im Part drüber reden, weil das vielleicht ein Thema ist, was auch mehrere Leute interessiert. Altaria, ich liebe dich, wirklich. Du bist so ein tolles Pokémon. Egal, ob mit oder ohne Mega-Entwicklung. Aber hör auf, mich wegzukritten mit deinem Drachenpuls. Das ist unlustig. So. Wag dich. Das wäre auch ein bisschen frech gewesen. Okay, das reicht. Perfekt. Wenn er jetzt zur Drachenklaue gekommen wäre, hätte das schon verdammt wehgetan. Ich glaube, dann sind wir jetzt auch fast in Elysis. Also früher habe ich immer Elysée gesagt, weil ich mir dachte so, vielleicht halt
die Betonung so ein bisschen anders von dem Y und schreibt sich ja quasi S-E-S am Ende. Also Elises quasi. Und ich dachte mir, vielleicht spricht man das dann so ein bisschen französisch aus, dass man das S quasi weglässt am Ende und dann einfach Elysée oder so. Was eigentlich, weiß ich nicht, ein bisschen komisch ist, aber gut. Ich meine, im Anime haben sie Elysees gesagt. Und dann habe ich mir das einfach so angewöhnt. Und ich glaube, es ist auch wieder so eine Stadt, wo viele Leute das anders aussprechen. So, da wären wir auch schon. Perfekt. Haben wir den Part doch eigentlich ganz gut überbrückt. Finde ich persönlich. Dann können wir uns beim nächsten Mal ein bisschen hier umschauen. Oh, mir fällt gerade ein, da kommt ja ein bestimmter Kampf, den es nur in Platin gibt. Ah, vor dem habe ich Angst. Aber gut, wir können uns dann hier umschauen. Wir können auch schon mal kurz aus der Stadt raus, vielleicht. Weiß ich nicht, ob die mich lassen. Werde ich feststellen. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Bloody Platin. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.